Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Man der NFL 19. Wir sind zurück im Trainingscamp. Wir haben die zweite Challenge der wöchentlichen Trainingseinheiten zu spielen und jetzt geht's gegen den Super Bowl Champion, gegen die New England Patriots. Wir liegen mit 4 Punkten im vierten Quarter zurück, sollen das Spiel noch drehen und den Sieg nach Hause bringen. Wir sind in Foxborough. Oh, und im Regen, wenn ich das gerade richtig gelesen habe. Da haben wir natürlich ideale Voraussetzungen dafür. Das heißt, ich glaube, das wird ein Spiel mit sehr, sehr viel Yards, die wir auf dem Boden gut machen, weil im Regen in Foxborough würde ich ungern auf lange Pässe angewiesen sein. Hoffen wir mal, dass wir noch genug Zeit auf der Uhr haben, um halt ein vernünftiges Running Game aufzuziehen. Wenn wir die Zeit haben, mache ich mir da relativ wenigen Kopf drum mit Elliott und mit Eddie George. Haben wir zwei sehr gute Running Backs, wir haben eine gute O-Line, die auf den Lauf spezialisiert ist. Das müsste eigentlich alles schon klappen. Jane Smith, Keyshawn Johnson, Everson Walls auf Seiten der Cowboys, Edelman, Gronkowski und Mason bei den Patriots und natürlich der Goat Tom Brady. So, wir haben einen ersten Versuch um 10 an der 45-Yard-Linie der Patriots. 1,40 sind nur noch zu spielen im vierten Quarter. Beide Teams haben keine Auszeiten mehr, also es ist verboten, hier ein Turnover zu kassieren. Dann ist das Spiel verloren und die Challenge müssen wir nochmal spielen, also sehen, dass wir hier einigermaßen auf Nummer sicher bleiben. So, gehen wir auf die Double Posts. Cobb und Johnson auf der linken Seite. Elliott ist meine Sicherungsoption. Und los geht's. Und wir gehen auf unsere Sicherungsoption auf Zeke Elliott. Der macht einen schönen Spin-Move. Immer noch auf den Beinen und kommt bis an die 21-Yard-Linie der Patriots. Ganz starkes Spiel hier vom Running Back. So, Dick and Go, wir attackieren die Mitte mit Jarwin und mit Elliott. Schauen wir mal, ob Cobb ein 1 gegen 1 hat. Also an der Line of Scrimmage wird er schon mal vom Cornerback gedeckt, aber wir müssen schauen, was der Safety macht. Der zieht mit nach innen, aber Elliott ist dadurch frei in der Mitte. Und wir sind an der 4-Yard-Linie der Patriots. Kommen hier aber wilde Spielzüge. Ich muss wieder den Dick and Go mitnehmen, mangels Alternativen. Diesmal kann ich mich eigentlich nur auf Elliott konzentrieren. Also die machen die Mitte sehr dicht, die Patriots. Ich laufe mit Prescott selbst. Oh Gott. Ich wollte eigentlich sliden. Und daraus wurde ein Pass parallel zur Go-Line. Den Randall Cobb irgendwie fängt. Also das ist eigentlich eine Interception-Garantie, was wir da gerade gemacht haben. Wow, da haben wir Glück gehabt, da haben wir aber wirklich richtig Glück gehabt. Der PET ist unterwegs, ist auch gut. Wir haben ein 33-30. 46 Sekunden noch zu spielen. Mit einem Field Goal können die Patriots also ausgleichen. Mit einem Touchdown würden sie in Führung gehen. Eine Auszeit haben sie aber nicht mehr. Tom Brady bleibt jetzt gleich noch 46 Sekunden Zeit, um hier zu scoren. Wir stellen unsere Defense entsprechend ein. Da kommt der Goat, Tom Brady. Auf jeden Fall, glaube ich, der größte Quarterback, der Goat seiner Generation. Der größte Goat aller Zeiten. Das ist immer schwer zu vergleichen, weil sich auch die Voraussetzungen im Laufe der Jahre in der NFL stark geändert haben. So, Brady unter Druck und wird gesackt. Die Marcus Ware. Zweiter Versuch und 18 und der hat richtig wehgetan. Die Receiver waren schon ziemlich weit vorne. Müssen jetzt erstmal zurücksprinten, müssen sich aufstellen, müssen Sekündchen stehen bleiben. Dann erst kann der Spike durchgeführt werden, den Brady machen möchte. Damit hält er die Uhr an, gibt aber auch einen Down-Up. Heißt, die haben jetzt einen dritten und 18 an der eigenen 17-Yard-Linie mit nur noch 26 Sekunden auf der Uhr. Vollständiger Pass. Weil es an der 20-Yard-Linie. Das ist ja ein vierter Versuch und 15, den die Patriots jetzt auch natürlich ausspielen müssen. Die Sekunden tickern hier runter. Brady wirft.
Und der ist End abgeschlagen, getippt und dann von Walls die Interception gefangen. Turnover, 7 Sekunden vor dem Ende, erster Versuch und 10 Cowboys. Logisch, jetzt drücken wir noch einmal unserem Running Back, in dem Fall Eddie George, den Ball in die Hand. Dann dürfte das Ding eigentlich durch sein. Ja, wird gestoppt, aber das ist zweitrangig, denn die Uhr läuft runter. Das Spiel ist aus, wir schlagen New England. 33-30 im Regen von Foxborough. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.